Aber mal klicken und dann findet man die Kontaktdaten vom Besitzer Alexander von Dijk und kann Buena Vista begehen, wenn man denn wirklich käuflich erwerben will. Das sind so ganz einfache Skills, die ich habe, weil für die Hörer reicht es bei mir nicht. Parade für unser achtes Rennen, das automobile Basdorf-Rennen mit insgesamt 9 Teilnehmern. Einer wurde hier gestrichen, die 7 Hip-Hop Swift ist nicht mehr dabei. Parade wird angeführt von Vanita Express, Startnummer 4 Andrea Kämmerer, die 1 dann Daylight Demarenz und Lee Tam, die 2 Futter Rodegang Elkendorf. Die 5 Kingston Ranker mit Tom Carton, die 3 Madness Yannick Mollema. Start Nummer 6, dann Netflix und Sina Baruffolo. Und die übrigen 3 Start Nummer 5, die 6 Netflix, Sina Baruchola, die 7 ist nicht Starter, die 8 Limana Takeda, Rüdi Gut, die 9 Elti Moko und Nicole Holzschuh mit der Start Nummer 10. Zurück kommt Daylight Demarenz in der 5. Position. Vorne aber Netflix, 2 Längen jetzt vor Madness, 1:13.9 die erste Zwischenzeit, dritte bleibt Limana Takeda. Dann die unverändert mehr oder minder große Lücke bis zum viertplatzierten Kingston Ranker. Dann wieder etwas Luft zu Daylight Demarenz und Elti Moko. Außen dann Vanita Express und letztes Becken der Lücke. Das ist die Sünde. Netflix weiterhin vorn, hält das Tempo weiterhin durchaus hoch. Madness in der Rolle des Verfolgers dahinter an zweiter Stelle, Limana Takeda in dritter Position und dann unverändert Kingston Ranker an vierter Stelle. Die zweite etwas abreißen lassen, dafür kommt außen Elti Moko jetzt immer besser ins Bild. An der letzten Ecke jetzt die Zielgerade erreicht, Netflix weiter in Form. Madness versucht noch einmal, sich da heranzusaugen. Netflix geht ganz nach außen, verliert hier so ein bisschen die gerade Linie. Das versucht Madness zu nutzen. Netflix jetzt in der Mitte der Bahn und Madness innen nimmt die Einladung an. Madness, Netflix, ganz außen auch jetzt nochmal Elti Moko schnell, noch nichts entschieden, aber innen Madness mit einem etwas verspäteten Ostergeschenk gewinnt hier gegen Netflix und Elti Moko dahinter, dann auf Rang 3, vierter Land wird Limana Takeda und dann Kingston Ranker. 15:1 die letzte Zwischenzeit. Etwas unterwert, enden die Rennen zuletzt in Wolmegger, wo er so einiges gegen sich hatte unterwegs. Hat er heute so einiges für sich gehabt, speziell in der Zielgeraden und so gleichen sich gut halt auch im Rennsport ab und zu mal aus. Gratulation!
Ja, wir laufen ein bisschen einfacher Rennen, da dann auch noch mal zurück. Und ich hätte den Glückwunsch, war perfekt, oder? Ja, das war perfekt. Man wollte gerne eine Rennen haben, so das war perfekt geklappt. Wenn der Gegner dann noch in der Zielgeraden nach außen geht, wo man nur gerade ausfahren muss, das ist ja wie ein Traum, oder? Ja, der wenige Meter, der besser. Ja. Janik, wie kam es dazu, dass ihr letztes jetzt mal nach Gelsenkirchen gekommen seid? Weil die Rennen leichter sind, oder warum? Normalerweise hat er den Rennen heute, aber leider konnten die Rennen nicht starten und dann hat er hier in den nächsten Wochen, Monaten sicherlich auch noch viele Amateurfahren haben, dann werden wir dich bestimmt auch wiedersehen, oder? Ich hoffe, ja. Okay. Ich bedanke mich bei dir, Jan. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg mit Nettles. Janik Wunderbar. Ja.